Oh ja, hatte ich das kaum. Kipp ihn, Alter, los. Alter! Oh, Niklas, Junge, was haben wir uns hier? Worauf habe ich mich hier eingelassen? Ups. Niklas, das geht mit der Karre nicht. Ja. Was ist das denn? Oh, oh. Moin Freunde, Tag 2 mit African Twicklers. Wir starten heute, die Nacht war sehr kurz. Heute ist auch wieder Unwetterwarnung, deswegen machen wir heute einen kurzen Tag. Wir fahren damit, natürlich nicht. Kette schon ein bisschen gefettet nach dem ganzen Regen gestern. Da oben haben wir irgendwo gepennt, ich werde auch mal Bilder einblenden. Ja, Tag 2, was erwartet uns? Donner und Hagel. Aber heute gibt es ein schönes Airbnb, da können wir ein bisschen besser schlafen auf jeden Fall. Nacht war sehr kurz. Bin mal gespannt, heute wird es ein bisschen offroadiger, sag ich mal. Richtig? Ja. Schauen wir mal, was wird. Ja, wir starten erstmal und dann melde ich mich mal unterwegs nochmal, meine Friends. Achso, ich habe es vorhin gar nicht im Video erwähnt. Wir fahren jetzt ja Richtung Kroatien. Oder Ziel ist es, in Kroatien anzukommen. Das sind gute 200 Kilometer, aber mit über Stock und Stein. Richtig, Niklas? Ja, ich weiß noch nicht, wo der Offroad-Track wirklich losgeht. Ob der erst in Kroatien losgeht. Hier dürfen wir nicht hochfahren. Boah, ich muss doch hier lang. Hier fahren wir über den Zernetskischka. Zernitska, Skiska. Zerknistknistnja. Schnierschnach, Schnierschnapp. Aber ist auch sauber und so, ne? Also. Ja, wie ich schon gesagt habe, man denkt immer, sobald man die Grenze überschreitet, ist alles kaputt und dreckig und kacke. Gerade in der Ostburg. Also in Kroatien wird es ein bisschen krasser sein in den Hinterstraßen. Ist noch sehr, sehr viel Krieg, weißt du? Also sehr, sehr viel Überbleibsel. Ja, das stimmt. Das ist halt nochmal eine andere Nummer dann, ne? Ah, sieht schon geil aus, Alter, hier. Absolut, ja. Mach Blinker aus. Ist ja gut. Oh, hier kommt Geröll auf einen zu. Oh, oh. Geröll. Geröllfeld durchfahren. Jo, er hat Bock, Alter. Jo. Wo führst du mich denn hier hin, Alter? Wenn hier ein Gegenfahrer kommt, bist du Matsch. Bruder, was ist das? Wir fahren in das Gelände, Junge! Er grüßt gar nicht zurück, ich hab ihn gegrüßt. Wir fahren ins Gelände, Junge! Ich komm den Berg gar nicht hoch hier, meiner V-Strom. Was ist das denn, Junge? Müssen wir nochmal einen Gang hochschalten! Junge, 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 Alter. Ach nee, hier wohnt wer. Ganz normale Zufahrt, die Binsen, Junge. Wo geht's hier hoch? Ah, hier die Ziegen. Hier sind Ziegen, ja, am Start, Digga. Bruder, ich hoffe, dein Tank ist voll. Ja, 200 Kilometer. Was? 200 Kilometer habe ich noch locker. Ja, aber nicht bergauf, Junge. Ah, das hasse ich, weißt du? Der ganze Dreck hier in der Kurve. Ja, aber hier können wir locker schlafen können, Alter. Hier locker schlafen können? Er macht mich fertig mit deinem Zelten. Buch das Airbnb jetzt, Junge. Das ist total. Jo, Alter, das war's schon mit Slowenien? So schnell? Aber hast du nicht irgendwas schon bezahlt? Digga, ist alles zu. Fahr durch, Junge. Gleich klau ich noch einen Tacker. Gibst du? Ich check's nicht. Ist doch hier geradeaus oder was? Ja, ist grün. Jungs, du bist hier, war mal ein kurzer Trip. Jetzt sind wir schon in Kroatien, Alter. Eine Durchfahrt. Was ist denn das hier für eine Grenze auch? Pistiert, Pistiert.
mal, der Ampelmann begrüßt uns auch. Krass. Zack, ab in Kroatien. Ja. Wir sind einfach in Kroatien. In Kroatien müssen wir Geld wechseln, ne? Fällt mir gerade alles mit der Karte. Ah, eine Karte oder manchmal nehmen sie auch Euro. Weil hier ist ja diese komischen Rubel, die man da gesagt hat, diese. Ja. Was haben die hier? Wie heißt das nochmal? Fuck. Pesos, Slotti. Pesos, Franken. Franken. Mark. fallen über, jetzt kannst du. Das ist sie, oder? Ja, das ist, oder, weiß ich nicht. Hier können wir essen. Guck mal. Ja, genau, sowas. Aber sieht aber hier gehen die Leute einkaufen, das ist ein Heineken-Schild. Was ist das? Was trägst du? Kroatien hat direkt hier Serpentin am Start, Junge. Terpentin. Ja, wäre auch ganz geil. Aber Leute, jetzt meine Kamera blau, Alter. Komm rum, Niklas. Wir gegenseitig keine Ahnung haben von unseren Kameras, uns aber trotzdem immer gute Tipps geben. Ja, ist richtig geil, ne? Hauptsache was sagen und was zu sagen. Nass, Alter. Warum ist nass? Ja. Es wird auch kalt. Ja, hier ja. Haben wir 360 Grad links jetzt. Por favor. 360 Grad links. Oh ja, nicht das, komm. Gib ihn, Alter, los. Oh, hier kannst du so geil deine Knie raushalten, so easy. Und jetzt geht's hier ab, meinst du, oder was? Ja. Hier ist nass. Es ist nass, es ist kaputt. Ach du Scheiße. Das ist gar nicht so einfach hier. Ach, du ahnst es nicht. Guck dir. Oh. Ich trau mich selber nicht. Alter! Oh, Niklas, Junge, was haben wir uns hier? Was geht ab, Alter? Das müssen wir nachher nur beschleunigen. Unten in den Videoaufnahmen. Ja. Oh, das ist nicht mal. Rechts ist nicht meine Schokoseite. Oh, hier Split. Schön in der 3, in so einer Spitze, Junge. Alter Schwede, Alter Junge! Was ist das? Ich trau mich gar nicht zu fahren! Das geht halt irgendwie 10 Kilometer so jetzt, ne? Echt? Ja. Junge, gib dir das bitte, Niklas, gib dir das! Ich fahr erstmal, ne? Ja, fahr, alles gut. Ich sammel dich dann ein. Aber hoffentlich nicht vom Dingens. Alter, wollen wir diesem Schiff mit diesem Koffern hinten dran und so? Alter, ist ja. Das ist ja unglaublich, Alter. Ich bin richtig glücklich gerade. Sehr gut. Du weißt ja gar nicht, wie du hier fahren sollst, weißt du, kennst es ja null. Du fährst rechts runter, geht direkt wieder links weiter. Alter, das ist echt krass hier, Alter. Muss ich echt sagen. Und wir noch so voll beladen, weißt du? Ja. Ich hab auch, das geht die ganze Zeit runter. Ich häng hier auf, also ich stütze, das tut an den Finger weh, weil ich mich so auf die Hände stütze, weißt du? Ja, muss locker lassen, auch wenn es schwer ist, wirklich. Ich weiß, wie schwer das ist. Und nicht die Hand an die Bremse. In den Kurven zumindest. Krass. Jetzt können wir hier eine Pause machen in dem Ort oder so, wenn du willst, und was essen. Wow! Geil! Haha! Das ist Leben. That's life for my friends! Wir sind da. Was das ist unser Airbnb. Das ist ein Puff, hör mal. Ja? Oh, so eine schöne Massage heute Abend noch, Kevin. Aber nicht von dir. Ja, du aber mir. Ganz schön meinen behaarten Ranzen streicheln. Als würde ich den alten Hund streicheln. Also, was hast du denn?
Halt's Maul bitte, ja. Ich hab hier gar keinen Bock auf so eine Geschichten, Alter. Oh, hochfahren. Einfach hochfahren. Wie soll ich denn da hochkommen? Ach du Scheiße. Ach, du ahnst es nicht. Ach du Scheiße. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Ups. Nick, das geht mit der Karre nicht. Oh. Scheiße. Oh, wie hart die einfedert, Digga. Dein Ernst? Ganz ehrlich, das ist Google Maps. Was für Google Maps, Alter? Das ist Google Transatlantik, Junge. Mein Reifen, Digga. Doch, es ist doch quasi geteert hier. Ja, quasi. Für dich ist das alles kein Problem, ne? Ein Wunder, dass wir hier ...20 Minuten hauchen für 20 Kilometer. Ich fahre hier übertrieben langsam, das sag ich dir gleich. Ja, ist so alles gut. Du fährst hier einfach lang, als wenn das nichts wäre. Alter, jetzt bin ich ja verspannt in den Arm. Aber wieso schickt Google Maps jemanden hier lang, Alter? Das frage ich mich. Das frage ich mich auch. Na ey, steh dich hin, lass die Karre laufen. Ich muss irgendwo eine Pause machen können. Wir sind gleich da! Junge! Wo geht denn hier überhaupt die Frage? Was ist hier? Was ist das denn, Digga? Was ist das denn? Oh! Oh! Hey, los geht's! Oh mein Gott! Und mir fällt einfach das Meer da hinten, ja? Ja. Mit dem Meer. Junge! Was ist das denn? Nick, lass du stehen bleiben! Du kannst es doch nicht einfach so an dir vorbeiziehen lassen! Ey, wie krass! Ach sehr, Alter! Einmal hier runter! Wie bitte? Einmal hier runter! Jetzt einfach mal geradeaus durchschippern hier! Was erlaubt ist, ne? Ja, was erlaubt ist, genau!